Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Schwergewichtskampf der Logistik, den ich moderieren darf, alt gegen neu, etabliert gegen erfahren. Ich habe mich selber gefragt, was wird das jetzt in den nächsten 45 Minuten? Wird das Bayern München gegen Hoffenheim oder Leipzig? Wird das die alten Herren gekleidet im Anzug, die ihre Goldknöpfe polieren, gegen die Jungs mit Turnschuhen und coolen Hoodies? Wird das Joe Biden gegen Donald Trump? Meine Aufgabe wird sein, die 45 Minuten so ein bisschen einzufangen, damit das hier kein Geschreie auf der Bühne wird, sondern wir wirklich erfahren, wo geht der Weg der Logistik hin? Was machen die Etablierten wie DB Schenker, Kühne und Nagel gegen die aufstrebenden wilden Jungen? Warum darf ich das moderieren? Das ist natürlich eine sehr große Ehre. Ich möchte mich bei Tommy bedanken. Ich bin Johannes Berg, Geschäftsführer vom Digital Hub Logistics in Hamburg und mache eigentlich hauptberuflich sowas wie den Logistics Summit 365 Tage im Jahr. Wir haben in der Hamburger Speicherstadt über 60 Startups bei uns sitzen und wohnen. Wir haben große etablierte Unternehmenspartner, wie beispielsweise die Dacosi, die ich auch hier sehe, als Gründungspartner des Hubs. Und da mutmaße ich mir an, so ein bisschen Erfahrung zu haben, wie man diese beiden Gruppen, aufstrebende junge Startups und etablierte Unternehmen, zusammenhält. Genug von meiner Seite. Ich darf jetzt unsere Akteure auf der Bühne begrüßen und fange an mit Herrn Michael Wachs, Gründer und CEO von Forto, vielen von euch vielleicht noch als Freight Hub bekannt. Michael, wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir uns alle grüßen und duzen. Schön, dass du da bist. Als zweiten der jungen, aufstrebenden Jannis Bargtsen, General Manager von Flexport. Jannis, schön, dass du da bist. Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen, dass ihr beide klamottentechnisch eigentlich eher aus der Schublade alt und etabliert kommt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt die beiden Platzhirsche DB Schenker und Kühne und Nagel begrüßen. Die sind nämlich ein bisschen flotter gekleidet. Ich möchte Markus Sontheimer, Mitglied des Vorstands, CEO und CDO von der DB Schenker begrüßen. Markus, herzlich willkommen. Schön, dass auch du Turnschuhe trägst. Und last but not least, Markus Johansen, Senior Vice President Global Sea Freight bei der Kühne und Nagel. Herzlich willkommen, Markus. Auch du kriegst von mir die Begrüßungsfaust. Setzt euch, fühlt euch wie zu Hause hier in Hannover in der Messehalle. Und erstmal schön, dass ihr da seid, dass wir physisch auch miteinander reden können und uns nicht wieder in einer Kamera begrüßen müssen. Erste Frage mit einer ganz kurzen Bitte, ja oder nein beantworten. Gibt es bei euch noch Faxgeräte? Ja. Markus, ja? Nein. Tatsächlich ja. Kann aber auch scannen, kopieren, alles andere auch. Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Dann haben wir hier einmal auf der Herausfordererseite ein Faxgerät, einmal auf der etablierten Seite ein Faxgerät. Warum ich diese Frage gestellt habe, da komme ich zum Abschluss nochmal zu. Jannis, the new way forward ist das Motto von Flexport. Hebt ihr auf diesem neuen Weg die gesamte Logistik auf neue Effizienz- und Technologielevel? Also ich denke, vielleicht ganz kurz zu Flexport. Wir sind ein Spediteur der neuen Generation. Das heißt, wir vereinbaren auf einzigartige Weise eben langjährige Logistikerfahrung, Technologie und Infrastruktur. Das machen wir in einer cloudbasierten Architektur. Wir verbinden mittlerweile mehr als 10.000 Kunden, Lieferanten, Partner auf dieser Plattform in 116 Ländern weltweit. Und das machen wir seit mittlerweile 2013 und eben erfolgreich. Was heißt das? Wo heben wir uns ab? Und im Wesentlichen, wenn es um Effizienz geht, ist es heute, denke ich, wenn wir über die Digitalisierung von Arbeitsprozessen sprechen, genau eben dort zu finden. Ja. Das heißt, wir haben eine Plattform, die sämtliche Daten entlang der Lieferkette sammelt, die aufbereitet, eben zugänglich macht in Echtzeit für alle Beteiligten entlang der Lieferkette, entsprechend ihren Berechtigungen. Und im Wesentlichen ist eben genau darin, die Effizienzgewinne zu finden. Das heißt, wir haben ein Dashboard, in dem eben möglich ist, Workflows zu adaptieren,
per Drag and Drop sich das zu personalisieren, also im Grunde genommen die Flexibilität zu haben, um ich sag mal, die Arbeitsabläufe so zu gestalten, wie unsere Kunden das eben möchten. Das zum Thema Effizienz. Ich denke, was Technologie angeht, ich habe es kurz angesprochen, das ist eine cloud-basierte Plattform, zugänglich für jeden, auch integrierbar, eben über Schnittstellen in Altsysteme und innerhalb von kürzester Zeit nutzbar für jegliche Kunden, Partner, wie gesagt, entlang der gesamten Kette. Sehr spannend. Sehr spannend ist es auch, Michael, wenn man bei Google Photo eingibt, dann kriegt man eine ganze Menge Erfolgsmeldungen. Ich glaube, ihr habt gerade jetzt auch wieder veröffentlicht, eine weitere Finanzierungsrunde angestoßen zu haben oder sogar abgeschlossen zu haben. Man erfährt, dass ihr die letzten 8 Monate nutzen konntet, um nochmal zu wachsen. Also bei euch scheint es zu laufen. Ich hoffe, du kannst das auch bestätigen, was man im Internet so lesen kann. Wo wollt ihr hin? Und vielleicht eine Frage, versteht ihr beide euch, Flexport und Photo? Oder? Also, Janus und ich verstehen uns hervorragend und wir verstehen uns auch gut mit Flexport. Vielleicht ganz kurz zu Photo. Photo will als zentrales Nervensystem für globalen Handel das Verschenken von Produkten so einfach machen wie eine E-Mail heute. Wir haben hierfür im Endeffekt eine digitale Speditionsplattform gebaut, die in Kombination mit der Supply Chain Software heute für ca. 2.500 Kunden in Europa als Dreh- und Angelpunkt für deren Warenflüsse dient. Und wenn man sich heute die Landschaft in der Logistik anschaut, und das war vor 4, 4,5 Jahren primär der Ausgangspunkt für die Gründung der Firma, haben wir dort eben teilweise noch wenig kundenorientierte Prozesse und wenig Automatisierung in der internen Prozessabwicklung bei vielen Logistikunternehmen vorfinden können. Und genau da wollen wir ansetzen, um es heute für den Kunden einfacher zu machen, Produkte von A nach B zu bewegen. Komme ich mal zu unseren Platzhirschen, wenn ich das so sagen darf. Markus, die DB Schenker konnte während der Krise wachsen, während, auch so ist es zu vernehmen, alle anderen Konzernsparten der Deutschen Bahn eher so ein bisschen unter Druck geraten sind. Also musst du eigentlich in den letzten 8 Monaten oder in diesem Jahr einen guten Job gemacht haben, Spaß gehabt haben an deiner Arbeit. Nichtsdestotrotz, wenn du das so hörst von Janis und Michael, wie digital und innovativ und auch agil kann denn ein Unternehmen eigentlich sein, was Teil dieses deutschen Bahnkonstrukts oder Großkonzerns ist und dessen Wurzeln ja schon über 200 Jahre zurückgehen? Wir sind natürlich jünger. Wir sind erst 148 Jahre alt. Ich glaube, dass man auch in diesen Kategorien gar nicht mehr denken darf. Ich bei Schenker, ich habe 2.800 ITler weltweit. Wir haben 3 Tech-Center. Ich habe nur für den Landverkehr 16 Squads am Laufen, die Komponenten bauen. Alle Applikationen sind in der Cloud, alle großen sind bereits in der Cloud. Wir haben 76.000 Arbeitsplätze in Microsoft Office 365. 40.000 Mitarbeiter arbeiten jetzt von zu Hause mit Teams. Ich glaube, diese alten Bilder, die haben vor 10 Jahren gut funktioniert, die funktionieren heute auch nicht mehr, weil sonst würde auch ein Schenker keine Geschäfte machen. Wir haben innerhalb von 4 Wochen ein touchfreies Delivery-System ausgerollt, gebaut, dass unsere Fahrer nicht mehr physisch den Kunden berühren müssen. Die können im 2 Meter Abstand mit Scannen den Proof of Delivery machen. Also ich glaube, dass die Großen, und der Schenker sicherlich keine Ausnahme, wir sind ja alle IT-Chefs, wir kommen aus verschiedenen Sparten, ich war lange im Banking, wir wissen, wie man Software baut und wir sind auch erfolgreich dabei. Wir haben mit 3 Verschenker-Plattformen gebaut, wir haben 7% der Topline kommt digital, und da rede ich nicht über EDI, sondern ich rede über Online-Pricing, Online-Booking, das sind 7% von 17 Milliarden. Es gibt kein Startup, auch kein Flexport, der in der Kategorie online bebucht wird. Also von dem her, glaube ich, haben wir noch viel zu tun. Wir sind groß, wir haben 110 Millionen Shipments im Jahr, ein 6 Milliarden Landgeschäft. Da läuft es anders, aber es läuft nicht schlechter, es läuft nur anders. Und es gibt viel mehr Ecken. Wir sind nicht nur eine spezifische Ecke, sondern ich muss eben Landverkehr, Airverkehr, Oceanverkehr bauen und Kontraktlogistik mit 720 Warehäusern, aber ich habe auch mehr Menschen. Also von dem her, glaube ich, sind wir agil, wir haben uns umgestellt, wir haben Menschen getauscht, wir investieren massiv in die IT und wir sind inzwischen große IT-Firmen. Ja?
Also wenn Sie überlegen, wir sind über 2800 eigene ITler, eigene Softwareentwickler. Ja, und das kann man nicht mehr vergleichen. Also diese, auch wenn wir 148 Jahre alt sind, wenn wir noch mal 100 Jahre da sein wollen, da müssen wir Software bauen können. Und das können wir heute schon. Sehr gut. Markus, der Kühn und Nagel Markus, was ihr gut könnt, ist nicht nur international Fracht bewegen, sondern ihr seid international an ganz, ganz vielen Stellen aktiv, um nach neuen Innovationen zu suchen. In Hamburg kann man ja eigentlich sagen, gönnt ihr euch auch noch eine eigene Universität in der Hafen City. Ihr seid mit Temasek in Singapur sozusagen dabei, die innovative Speerspitze zu suchen, um euer Geschäft auch zu transformieren, voranzutreiben. Ganz abrupte Frage, sitzt euch oder sitzt dir die digitale und innovative Speerspitze nicht hier gegenüber? Also zunächst einmal ist natürlich ganz toll, was Forto und Flexport so aufsetzen. Sind sie wirklich die innovative Speerspitze? Vielleicht. Aber Janis hat es eben selber auch gesagt, sind eher ein Spediteur der neuen Generation. Und so sehen wir das auch. Was wir in Singapur machen mit Temasek, ist wirklich Investment in Innovation, in Technologien, AI, andere Geschichten, die wir dann versuchen, später in unsere Prozesse mit einzubauen und unsere Strukturen im Prinzip zu unterstützen und die Prozesse. Im Bereich von Artificial Intelligence, da gehen wir auch in die Richtung Forecasting, dass wir da so ein bisschen Research Development machen. Wie entwickelt sich der Bedarf unserer Kundschaft, gerade in Bezug auf Platz, auf Schiffen von Asien oder dem Rest der Welt nach Europa, in die USA. Und da haben wir sehr gute Fortschritte in letzter Zeit gemacht. Mhm. Grundsätzlich denke ich, dass wir wirklich offen sind für alle Geschichten, mit Startups zu kooperieren, zu sprechen, uns auszutauschen. Wir tauschen uns auch aus mit Forto, denke ich, von jeher. Und wir sehen uns auch auf Augenhöhe in beide Richtungen. Was auf keinen Fall auf Augenhöhe ist, und bei Markus klang das schon an, die 17 Milliarden Euro Umsatz der DB Schenker, Kühn und Nagel, glaube ich, letztes Jahr 21 Milliarden Schweizer Franken. Ich habe euer Geschäftsmodell oder eure Idee, denke ich, ganz gut verstanden. Wenn ihr aber solche Zahlen hört, dann seid ihr, glaube ich, nicht nur der Herausforderer, sondern noch meilenweit davon entfernt, oder? Wollt ihr da überhaupt hin? Attacke. Also erstmal, genau, muss man anerkennend sagen, ist das ein beachtliches Ergebnis. Vollkommen klar. Und an der Stelle vielleicht kann ich nur zu Flexport sagen, unser übergeordnetes Ziel ist Wachstum. Das bedeutet eben, in weiteren Kundensegmenten zu wachsen, in weitere Regionen zu wachsen. Was ich sagte, wir sind präsent mit eigenen Standorten Europa, Asien und natürlich in den USA. Da ist noch viel Spiel und viel Luft nach oben, selbstverständlich. Und das ist genau das, woran wir arbeiten. Ob wir da an einem entfernten Tag oder doch etwas näher gelegenen Tag dran kommen, das werden wir sehen. Zumindest ist es auf jeden Fall eine Messlatte, die wir da haben. Ja, also ich kann mich da, Janis, nur anschließen. Beeindruckende Ergebnisse. Sehr ähnlich zu Flexport fokussieren wir uns natürlich sehr stark auf den Wachstum und werden es wahrscheinlich 2019 auf 2020 wieder schaffen, fast 3x zu wachsen. Und wissen Sie, bevor ich jetzt vor 4,5 Jahren Forto mitgegründet habe, war ich zwischenzeitlich noch bei BMW angestellt und habe das damals mitverfolgen können, wie dort heftigst diskutiert wurde, wie man jetzt denn einen potenziellen Tesla-Fighter bauen könnte oder was passiert, wenn Apple ein Auto baut oder Google. Und es wurde damals, glaube ich, sehr, sehr oft und stark belächelt. Und für mich war es fast unverständlich, wie heute ein Unternehmen mit bestausgebildetsten Entwicklern und intelligentesten Ingenieuren der Welt es nicht schafft, ein Unternehmen, das vor gerade mal 10 Jahren ins Leben gerufen wurde, Paroli zu bieten. Und wenn man sich jetzt die jüngsten Ereignisse, vor allem auch der letzten 12 Monate, nochmal vor Augen hält, dann sieht man einerseits zwei deutsche Platzhirsche mit BMW und Daimler, die im letzten Jahr noch zusammen knapp über 10 Milliarden Gewinn gemacht haben, während Tesla bei 70 Millionen Verlust lag. Und dieses Jahr ist jetzt Tesla mit fast 4,5-mal so viel an der Börse bewertet wie Daimler und BMW zusammen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass bestimmt, und so möchte ich das auch für Deutschland hoffen, Daimler und BMW auch die nächsten 100 Jahre noch bestehen werden.
es gleichzeitig aber die Möglichkeit gibt, auch als junger Herausforderer in einem überschaubaren Zeitraum in eine Größe zu wachsen, die heute teilweise noch schier unvorstellbar scheint. Und genau das haben wir uns vorgenommen. Das sind, glaube ich, ambitionierte Ziele. Aber wir sehen eben enormes Potenzial hier in Deutschland. Und Logistik ist die drittgrößte Branche hier. Auch einen weltweit konkurrenzfähigen digitalen Player in der Logistik zu bauen. Markus, habt ihr dem was hinzuzufügen, wenn ihr das hört? Daimler, BMW, seid ihr die Nächsten in der Logistik, in der Analogie, oder? Also ich würde sagen, ich denke, der Logistikmarkt ist erstmal riesengroß und er hat endlos viele Nischen. Von dem her, es gibt Abertausende von Spediteuren, es gibt unheimlich viele Firmen mit 50 LKWs, die quasi null digitalisiert sind. Ich glaube, es ist unheimlich viel Platz und es ist für Deutschland, für Europa extrem wichtig, dass wir in dieser Branche weltweit führend bleiben. Wir als Schenker, wir passen darauf auf, dass wir im Vorstand keine Kodak-Momente generieren. Ja, und diese Diskussionen haben wir, weil diese Themen natürlich in Großkonzernen, nur redet man jetzt drüber, ja, dass dieser Moment nicht passiert. Also wir sind ja alle trainiert, sind alle gut ausgebildet. Wir werden nicht alles machen wollen und wir brauchen starke Partner. Also von dem her kollaborieren wir. Wir haben eine Datenbank mit 3.500 Startups, die wir immer wieder betreuen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind kein Investmentfonds. Wir investieren außer in Volocopter. Denen helfen wir, die Volotrone zu bauen. Das war für uns ein hochinteressantes Thema. Da haben wir 20 Millionen investiert. Aber wir sind kein Venture Capital. Das ist nicht unser Thema. Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und das dürfen wir auch nicht aufgrund der Tochter der Deutschen Bahn. Aber ich glaube, wir erfinden uns neu. Wir sind in allen heißen Märkten in China und wir haben dieses weltweite Netz von Innovationsleuten. Wir arbeiten an künstlicher Intelligenz, wie die Konkurrenz auch. Das gehört dazu und wir kooperieren. Ich glaube, man darf da nicht in Schwarz und Weiß denken. Ich glaube, wir können gemeinsam Netzwerke bauen, um für Kunden gute Lösungen zu machen. Ein Kunde wird nicht mehr der eine kommen und sagen, ich mach dir alles. Und dazu muss man offene APIs haben, man muss Software-as-a-Service-Komponenten anbieten, man muss dem Kunden zeigen, dass man kooperieren kann. Es gibt kein Monopol auf eine Lieferantenbeziehung und daran arbeiten wir und da braucht man viel Technik. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu früher. Früher war der gute Forwarder, das fachliche Know-how alles. Heute braucht man das fachliche Know-how, man braucht die Arme im Hafen. Aber man braucht offene APIs, man braucht Standards und man braucht Technik noch dazu. Und ich freue mich darauf. Also ich finde es hochkomplex und hochspannend. Und die Zusammenarbeit mit den Startups klappt sehr gut bei uns. Markus, wie sieht das bei euch aus? Ich kann ihm nur zustimmen. Ne? Das Wichtigste, was ich sehe, ist, dass Kunden halt auch verschiedene Anforderungen haben. Und es gibt so viele verschiedene Anforderungen, da gibt es reichlich Platz für jeden von uns. Und das müssen wir einfach auch berücksichtigen entsprechend. Es gibt Kunden, die brauchen kleine, flexible Unternehmen. Da sind sicherlich sehr viel Platz auch zu wachsen für die Kollegen von Forte und Flexport. Nicht, dass wir sie nicht bedienen könnten, können wir natürlich auch. Es gibt natürlich auch Kunden, die brauchen Muskeln, ja? Die brauchen Netzwerk. Die müssen in Situationen, wo es mal eng wird, auch sich darauf verlassen können, dass da wirklich Manpower vor Ort sitzt, in China, in den USA, wo auch immer, die Sachen wirklich möglich machen. Weil am Ende des Tages, bei aller Digitalisation, es bleibt immer noch ein People's Business. Ja? Und Assets haben alle irgendwie eine Begrenzung. Ein Schiff ist irgendwann voll, ein LKW ist irgendwann voll, ein Flugzeug ist irgendwann voll. Und da dann den Platz zu kriegen, den man braucht, das ist, glaube ich, auch ein nicht zu vernachlässigender Teil, den wir natürlich alle irgendwie leben. Täglich, bei dem uns die Technology sehr hilft, wo wir die Technologie nutzen können, auch um mit unseren Kunden zu kollaborieren, mit der ganzen Supply Chain. Aber am Ende des Tages ist es dann doch der eine Anruf, die eine Message, das eine Dinner eventuell, was es nochmal ändert. Wir mussten ja während des Vortrags des Kollegen von Zalando so ein bisschen neben der Bühne stehen die meiste Zeit, um selber sozusagen ready to go zu sein. Der Vortrag, das, was ich davon mitbekommen habe, sowie auch die Neuigkeiten, dass immer mehr Handelsunternehmen in bestimmte Nischen der Logistik reingehen, dass immer mehr Unternehmen sagen, lass mal die DB Schenker und Kühne und Nagel die Prozesse und Produkte digitalisieren oder neu aufsetzen, aber wir schauen uns ganz neue Geschäftsmodelle an, datengetriebene Geschäftsmodelle, die wir schnell skalieren können, viel schneller als das
so Heavyweights wie ihr vielleicht können. Eine Frage an euch alle. Habt ihr das vielleicht auch seit Gründung von Forto, seit Gründung von Flexport, kriegt ihr das auch mit, dass da neue Spieler in den Markt kommen, die vielleicht fernab von komplett durchdigitalisierten Prozessen neue Geschäftsmodelle angehen, wo der Markt vielleicht dann doch kleiner wird oder wo einfach viel mehr Player noch in diesen Markt kommen? Also ich glaube, eine Entwicklung ist da ganz klar zu erkennen, und zwar, dass gerade jetzt im Bereich E-Commerce und Handel Supply Chain wirklich zum USP, zum Unique Selling Point und zum Differenzierungsmerkmal geworden ist, wohingegen es vor, wenn wir sagen, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich eher noch Hygienekriterium war. Das sieht man stark bei Amazon, das sieht man stark bei Zalando. Same-Day Delivery ist heutzutage fast schon Pflicht in diesen Bereichen. Dass die sich heute stärker auch in der Logistik entwickeln, ist, glaube ich, eine super, super spannende Entwicklung und zeigt eben auch, inwiefern sich ein Unternehmen wie Zalando 2008 gegründet und ursprünglich eben mit dem Fokus auf Fashion jetzt fast schon zu einem der wichtigsten Player in der Logistik wurde in Europa. Ich glaube, dass aber gerade in den letzten 12 Monaten oder primär auch seit Februar, März nochmal eine andere Sache sehr, sehr deutlich wurde, und zwar, dass Supply Chain ursprünglich primär eigentlich ein Cost Center in vielen Unternehmen. Ja, also wir müssen hier die Kosten abbauen, wir müssen noch günstiger einkaufen. Mittlerweile von einem auch so ein Hygienekriterium, das muss so günstig wie möglich funktionieren, zu, hey, das muss so zuverlässig wie möglich funktionieren. Ja, und wir sehen heute immer mehr Kunden, die auch auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben jetzt auf einmal Remote-Teams, 80% der Mitarbeiter sind im Homeoffice, ich habe 2 Mitarbeiter in Hamburg, ich habe 2 Mitarbeiter in München, die haben früher irgendwie auf denselben Ordner zugreifen müssen. Habt ihr kein System, das uns dabei helfen kann? Ja, und ich glaube, das sind Entwicklungen, die wir da primär mitverfolgen können im jetzigen Zeitalter, und die finden wir sehr, sehr spannend. Ja, wenn ich mich dem vielleicht kurz anschließen kann, ich meine, wenn wir über diese Unternehmen sprechen, ich sag mal, die Alibaba, Zalandos, Amazons der Welt, ich glaube, man muss oder darf eins nicht vergessen, dass der Logistikmarkt riesig groß ist und in seiner Vielfältigkeit schier unermesslich so ungefähr. Ja? Also das heißt, von Packstücken, die eben nicht alle standardisiert, wie ein Paket transportiert werden kann, dieser Markt ist eben enorm groß. Und ich glaube, es ist eine Sache, eben Direct-to-Consumer-Business prozessseitig so aufzusetzen und im Prinzip in Infrastruktur reinzugehen, die schon existiert, nämlich Postal Delivery Networks. Es ist aber etwas anderes, wenn es jetzt noch einmal um den physischen Transport der Güter geht, den tatsächlich eben anzugehen, zu idealisieren. Ja? Also die Herausforderung, die wir eben uns gestellt haben. Und insofern muss ich sagen, glaube ich, Zalando und eben um ein paar andere Unternehmen an der Stelle zu nennen, denke ich, ist beschränkter Einsatzbereich, ja, wo es eben möglich ist, genau das zu machen in relativ kürzester Zeit, um da seinen Unique Selling Point zu entwickeln. Also ich kann da nur mich anschließen. Es gibt unheimlich viele Nischen. Eine Nische, wo genau das zutrifft, was Sie sagen, ist E-Commerce, E-Fulfillment. Die, die das können, die können morgen auch Ersatzteile B2B machen. Ja? Und die können auch Ersatzteilvorhersagen machen. Also diese Intelligenz, vorherzusagen, wie viel der Demand ist in einem B2B-Umfeld, ist natürlich ein Thread, der aus B2C rauskommt und der von diesen sehr starken Unternehmen im B2C-Bereich, E-Commerce, auch in unsere Bereiche teilweise überschwappt. Wir haben aber gleichzeitig, sage ich mal, eines der größten Stückgut-Netzwerke LKW Europa mit 6.000 Branches, mit 8.000 Abfahrten jeden Tag. Das liegt drunter. Das ist ein Geschäftsmodell, das überhaupt möglich macht, dass Päckchen auf den Longhauls transportiert werden. Und das ist voll digitalisiert und wird gemanagt. Da gibt es ja nur noch 3 oder so, die da mitspielen können. Und die Päckchen laufen da drauf. Also von dem her, und ähnliches bei der Seefracht, ob Sie den Kühn und Nagel angucken, uns so ein weltweites Seefrachtgeschäft zu organisieren, da wächst morgen keiner hoch und macht das kurz. Ja? Und das müssen Sie weiter vorantreiben. Also man muss die Nischen angucken. Es gibt einige Nischen, die sind unter Druck. Wir haben in den Jahren daran gearbeitet, dass die ersten digitalen Forwarder uns nicht das Wasser abgraben und uns sich zwischen uns und den Kunden klemmen, den B2B kommen und mitverdienen wollen, weil das Geld gibt die Marge nicht her. Das haben wir alle abgewehrt, wir haben alle online. Und so muss man, glaube ich, reagieren. Und sie werden nicht jede Nische verteidigen können und auch nicht wollen. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass es in mehr und mehr spezialisierte Felder geht. Wie gut sind sie in Pharma, wie gut sind sie in der Batterielogistik, wie gut sind sie in High Fashion End
und die Nischen müssen sie raussuchen und da müssen sie hochklassig arbeiten, sonst werden sie nicht bestehen. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist halt, und das sieht man gerade auch, wenn man in Richtung China guckt, in Alibaba oder JD.com, Tencent letztendlich, was machen die so viel anders und so viel besser als was wir gerade diskutieren? Ich glaube, das ist, den Kunden in die Mitte zu stellen, wirklich zu wissen, was braucht unser Kunde, was ist überhaupt unser Kunde und was wollen wir ihm dafür liefern? Und dann auch wirklich zielorientiert darauf hinarbeiten. Und dann die anderen Sachen, wenn Logistik jetzt mitzumachen, das ist für mich gerade bei Alibaba so ein hört sich vielleicht brutal an, eher ein Abfallprodukt. Das machen die halt mit, weil sie gesamtheitlich die Kontrolle behalten möchten. Und davon können wir lernen. Und was Markus auch sagte, gerade wenn wir uns Nischen angucken, in den Nischen haben die Kunden halt auch andere Anforderungen. Und da versuchen jetzt eine Logistiklösung oder eine digitale Lösung, um bei dem Thema zu bleiben, draufzustülpen, wird uns auch nicht weiterbringen. Man muss wirklich genau wissen, wie helfen wir dem Kunden in dem Segment, was ist wichtig und wie kombinieren wir das mit den Netzwerken, die zur Verfügung stehen. Weil, ich kann es wiederholen, der physische Transport ist am Ende des Tages immer noch da, den können wir nicht wegdigitalisieren, zumindest noch nicht. Und damit müssen wir uns noch ein paar Jahre weiter beschäftigen. Bevor ich gleich mal hier in die wunderschöne Halle reinrufe und vielleicht die ein oder andere Frage von Ihnen auch zulasse, erlaube ich mir noch ein ganz neues Feld aufzumachen. Ich will hier, heute ist Donnerstag und nicht Freitag, deshalb will ich hier keine Fridays for Future-Geschichte eröffnen. Aber es ist ungewöhnlich warm für den September. In den USA brennen ganze Wälder ab. Und wir unterhalten uns heute und auch gestern Abend schon sehr viel über Digitalisierung und Innovation. Gerade wenn wir uns aber den ganzen Seefracht, den ganzen Luftfracht, Landverkehr logistikseitig angucken, dann denke ich, das soll jetzt kein Appell sein, sondern tatsächlich ein Wunsch. Dann ist es an uns allen, auch neben der Digitalisierung und Innovation, das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel ganz oben auf das Tableau zu setzen. Und es sind ja einige Startups, glaube ich, auch hier dabei. Ich habe mich mit dem Kollegen von C-Roots unterhalten, die genau in dem Feld unterwegs sind. Fange ich mal bei euch beiden an. Wie wichtig ist euch das? Und vor allen Dingen, wie gut klappt da die Zusammenarbeit mit den Startups? Oder sagt ihr, hey, das machen wir aus der eigenen Schublade? Also wie wichtig, uns ist das sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen Kühne-Nagel folgt auf den Social Medien, der sieht das. Wir sind sehr aktiv. Ich würde sagen, wir sind auch Vorreiter und auf höchster Ebene im Vorstand. Auch unser Mehrheitsinhaber ist irgendwie noch am Rande mit dabei. Und wir sind sehr engagiert, das voranzutreiben. Wir haben in diesem Jahr alle LCL-Transporte schon mal neutralisiert, CO2. Da sind wir sehr stolz drauf und haben eine klare Agenda bis 2030. Zum Thema Startups, wir machen fast alles da in dem Bereich mit Startups. Wir sprechen täglich mit den Kollegen. Wir haben letztendlich einen eigenen Bereich etabliert, der auch in dem Bereich Operations fällt, eben in der Data Solutions, wo wir uns austauschen, eng austauschen, Ideen gemeinsam vorantreiben teilweise sourcen, teilweise auch vielleicht mal ein bisschen Talent austauschen. Und das bleibt bei uns ganz oben auf der Agenda. Also ich glaube, es gibt keinen Logistiker mehr, der das nicht als eines seiner Unternehmensziele hat. Wir haben das auch. Bei uns heißt es Sustainability Champions. Wir messen das. Der Vorstand, der Bonus des Vorstands hängt an der erfolgreichen CO2-Reduzierung. Also von dem her haben wir alles oder so Interesse dran. Und ich glaube, es gibt da auch keinen Widerspruch. Ja? Wenn Sie heute Empty-Kilometer wegbringen, wenn Sie die Stops erhöhen, ja? Wenn Sie die Leerläufe reduzieren, dann sparen Sie Geld und Sie sparen CO2. Also in den meisten Fällen ist Kostensparen und CO2-Sparen Hand in Hand. Wir haben dieses Jahr 75% der Fuso E-Kanter gekauft, die produziert wurden. Ja, es fehlt uns am Material. Ja, ich habe mich sehr gefreut, Mercedes kommt jetzt mit Wasserstoff für die Longhauls. Die haben es begriffen, dass auch ein E-Actros für uns, für den schweren Verteilerverkehr, vollkommen ausreichend ist, wenn der 200, 300 Kilometer kommt. Wir brauchen keinen 1000 Kilometer E-Truck. Den brauchen wir nicht, der macht auch keinen Sinn für uns. Also wir sind seit langen Jahren auch mit den Herstellern, wir haben mit Einreiten Projekt gemacht, wir wollen das machen, aber die Batterie ist vermutlich für den schweren Transport nicht die allgemeine Lösung. Und von dem her gucken wir nach diesen Lösungen, wir gucken nach modernen Flugzeugen, die weniger Sprit brauchen. Also wir sind da dran und wir versuchen natürlich, auch wenn es ein Widerspruch ist, nicht unbedingt alles ins Flugzeug zu laden, wenn man es denn nicht mit dem Zug nach China fahren kann, weil dann haben wir auch CO2 und der Kunde spart Geld.
Also von dem her, ich glaube, das kann man von der Agenda nicht mehr runternehmen. Die Kunden wollen das. Wir als Menschen, als Vater von Kindern wollen das. Da gibt es, glaube ich, keinen Widerspruch. Aber natürlich, wir verdienen an Transport Geld. Ja? Aber wir wollen nichts Unnötiges transportieren. Michael, Jannis, die beiden Kollegen, die arbeiten für Firmen, die dieses Thema quasi jahrzehntelang gar nicht so auf dem Zettel hatten, erlaube ich mir mal zu sagen. Ihr seid relativ jung, ihr könnt das Thema sozusagen by Design in eure Unternehmen einflechten. Michael, ich weiß, dass dein Co-Gründer Ferry ja auch sehr aktiv in dem Bereich ist, aber wie geht ihr mit diesem Thema um? Ja, wie du eben schon angesprochen hast, ist es bei uns seit Stunde Null wirklich auch in Unternehmenszweck, in Purpose mit eingebettet, wirklich auch langfristig nachhaltigen Transport mit anbieten zu können. Jetzt haben wir in den letzten Jahren feststellen müssen, dass wir da, glaube ich, noch vom Verständnis auch auf Kundenseite an einem sehr frühen Zeitpunkt sind. Ja, ich möchte jetzt hier einmal mal 1, 2, 3 Erfahrungen schildern. Zu Beginn aber wirklich auch nochmal großes Lob in Richtung Kühn und Nagel, aber auch die Beschenker aussprechen. Wie ihr es da geschafft habt, in den letzten 1, 2 Jahren umzudenken, finde ich wirklich beeindruckend, was Otto Schacht hier auch persönlich privat vorantreibt und wie stark er jetzt auch dieses Thema in der Logistik vorantreibt, finde ich wirklich bemerkenswert. Ich habe vor 1, 2 Tagen erst als sehr, sehr positives Beispiel eine Rechnung von euch weitergeleitet, wo mittlerweile wirklich auf jeder einzelnen Rechnung die aktuelle oder dabei produzierte CO2-Emission ausgewiesen ist. Das finde ich wirklich, wirklich stark. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, mit all dem, was wir vorantreiben können, vor allem auch im Bereich Education innerhalb der Mitarbeiter, sehr weit vorne mit dabei. Wir haben mit Leaders for Climate Action, glaube ich, die mittlerweile Europas größte Vereinigung an Digitalunternehmern mit aufgebaut, die das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit auch auf Regierungsebene proklamieren. Wir haben zum Zweiten innerhalb der ganzen Firma, die seit Stunde Null auch emissionsfrei agiert, innerhalb versucht, alles umzusetzen, was uns möglich ist. Also das geht wirklich bis auf eine Ebene, dass es bei uns wirklich nur noch Hafermilch zu trinken gibt, ja, zum Leiden mancher Mitarbeiter. Aber viele haben dabei auch wirklich zu Hause selbst umgedacht. Unser CFO, der 20 Jahre bei DHL war, mittlerweile seit 1,5 Jahren Vegetarier. Also da hat sich einiges auch auf Mitarbeiterebene getan. Und zum Dritten natürlich auch in Richtung des Kunden versucht, im Rahmen der Möglichkeiten dieses Thema stärker auch zu vermarkten. Ja, weil, und das ist unsere bisherige Erkenntnis, hier besteht aktuell, glaube ich, noch nicht ganz das Verständnis und wirklich auch die Erkenntnis der Ernsthaftigkeit der Situation. Sehr wenige Kunden sind aktuell noch bereit, ihre Emissionen zu neutralisieren. Und das ist ein Thema, das wir in den nächsten 4, 5 Jahren neben einer besseren Capacity Utilization, neben mehr Transparenz und Education auf Kundenseite wirklich auch stärker vorantreiben wollen, dass hier auch auf Kundenseite Verständnis dafür generiert wird, dass eben Kosten einsparen nicht immer mit CO2 einsparen einhergehen kann. Ja, ich kann an der Stelle sagen, auch an der Stelle Glückwunsch zum CO2-neutralen Transport von LCL. Wir machen das seit 2 Jahren und bei uns ist das seit Anfang an eingebettet, ich sag mal, dieser CO2-Calculator in jegliche Sendung eben. Das heißt, wir können bis runter auf das SKU brechen, was ist der CO2-Ausstoß. Und ich denke auch, das ist der Punkt, den ich machen will, da überhaupt den Anfang zu machen. Ich glaube, das ist das, was bisher gefehlt hat, dass im Grunde genommen die Kundschaft nicht die Möglichkeit hatte, verlässlich zu messen, was ist denn eigentlich mein Footprint? Ja, und das über eine zertifizierte Art und Weise zu machen, das, denke ich, ist etwas, was in den letzten Jahren eben auch insbesondere durch uns vorangetrieben worden ist. Und wir können an der Stelle nur sagen, dass wir GLEC zertifiziert sind, wir sozusagen diese Schnittstelle auch offen machen. Das heißt, jeder kann sich diese Daten ziehen für jegliche Sendung, die wir eben abwickeln. Ich glaube, das Zweite, und das geht in die Richtung Kundenakzeptanz und Verständnis dafür, das ist zumindest genau auch spiegelbildlich zu dem, kann ich mich dem nur anschließen, Michael, was du sagst, dass das mehr Fahrt aufnimmt, jetzt insbesondere im deutschen Markt. Ich denke, andere Länder, wenn ich das so beobachten kann, sind da deutlich weiter. Das heißt, wir haben jetzt bei uns die ersten Kunden, die sagen, ich möchte eine komplett CO2-freie Lieferkette haben und ich möchte eben auch diese Emissionen über euch sozusagen offsetten. Das kommt langsam. Ich glaube aber, da ist noch vieles notwendig, um das noch weiter voranzutreiben. Und daran sind wir eben daran interessiert, das mitzutragen, insbesondere im deutschen Markt. Ja. Ergänzend vielleicht dazu noch,
Offset ein Jahr und die Visibility herstellen, das ist alles wichtig und richtig. Ein Schritt fehlt aber die Vermeidung. Ne? Und da würde ich auch gerne dir nochmal zustimmen. Michael, wir müssen eigentlich schon anfangen, in der Verladerschaft muss anfangen, von vornherein zu sehen, wie vermeide ich überhaupt den Transport? Ja? Und wie kann ich meine Sendungsströme besser koordinieren, intelligenter koordinieren, um das schon mal gar nicht erst stattfinden zu lassen. Dann im nächsten Schritt, wenn ich denn transportieren muss, was ist im Moment eher CO2-umweltfreundlich, was ist weniger umweltfreundlich? Das ist natürlich auch ein Appell an unsere Reedereien, die Reedereipartner, die natürlich das alle erkannt haben, aber noch nicht alle so weit sind, wirklich mit voller Kraft sich auf das Thema zu konzentrieren. Das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Nichtsdestotrotz haben wir zumindest die Möglichkeit hergestellt, dass man auch sehen kann, wer sind die schwarzen Schafe in der Industrie, wer ist da schon deutlich grüner und dann auch die Transporte entsprechend auf diese umweltfreundlicheren Dienste zu steuern und da dann anzufangen, wirklich die Emissionen einzuschränken. Und am Ende des Tages, ja, das Offsetting, da bin ich auch ganz bei euch oder wir sehen das ähnlich. Die Kundschaft ist noch nicht so weit, aber man sieht gerade in den letzten 6 Monaten, denke ich, einen erhöhten oder einen starken Anstieg an Interesse. Und auch wirklich, wo wir sehen, dass die Kundschaft kommt und sagt, ja, zeig uns das Konzept, was können wir machen, wie können wir neutraler werden und wie können wir viel besser werden. Und das ist, denke ich, sehr, sehr erfreulich in diesem Jahr, das ja auch mit einigen anderen Schatten behaftet ist. Insofern, zumindest ein Thema haben wir positiv vorangetrieben. Wie eben angekündigt, wandert mein Blick jetzt auf die schön auseinandergestellten Stühle. Ich schaue mal, ob es eine Frage gibt an die 4 hier vorne. Da ganz hinten. Corona hält auf jeden Fall fit, auch bei einem Kongress in der Messehalle. Danke, danke für den Weg. Es herrscht ja große Einigkeit zwischen Ihnen, wenn ich das so höre. Und meine Frage ist, soweit ich weiß, besitzen Sie ja keiner von Ihnen ein Flugzeug und ein Schiff oder eine Eisenbahn. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Carrier irgendwann ihren Job übernehmen? Also sie makeln ja letztlich nur oder vermitteln diese Transporte untereinander. Also ich glaube, sowohl Markus von Kühne als auch Markus von Schenker hat ja noch mehr historische Daten. Aber alles, was ich die letzten Jahre mitbekommen habe, versuchen das ja manche Carrier schon sehr, 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 sehr lange. Ja, und stellen immer wieder fest, dass durch komplexe Schnittstellen, die eben orchestriert und gemanagt werden wollen und die eben auch zu einer extrem komplexen Prozessabwicklung führen, hier sich die Geschäftsmodelle doch deutlicher unterscheiden, als es im ersten Moment erscheinen mag. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass hier in naher Zukunft eine radikale Änderung im Markt zu sehen sein wird. Also ich würde es unterstreichen. Ich meine, es gab ja von allen Carriern, ob das jetzt Luftfracht ist, von Lufthansa Cargo, Online, Buchungsmöglichkeiten. Es ist einfach schon ein Unterschied und es ist ein hochkomplexes Geschäft für sich selbst. Ja, wie manage ich die Assets, wie optimal fahre ich die Assets, das sind ja Milliardenbeträge, wenn man in dem Ocean Freight Bereich mal schaut, was so ein Rundcircle an Schiffen braucht, ja, der da um die Welt rumfährt, da reden Sie mal schlecht, kurz über 1,5 Milliarden Investment in die Vessels. Ja, und das zu managen, die optimal zu tun, dass die fahren, ist ein Problem für sich. Und jetzt wir als Schenker, wir haben 400.000 Kunden. Ja? Die Kundenseite zu managen, ist eine Expertise für sich selbst, das Kundenproblem zu verstehen. Ja? Da ist der Transport auf dem Schiff ein Teil. Und ich glaube, die Welt ist einfach auch zu komplex, dass jemand alles machen kann und in allem gut sein kann. Von dem her, glaube ich, wird es immer Mischfunktionen geben. Die gibt es ja heute im Ocean Freight. Ein Großteil des Ocean Freights ist direkt gebucht, ja, von den großen Verladern. Das ist ein großer Teil der Ocean Freight. Der Mercedes, der hat direkt Raten mit dem Räder. Ja, und wir helfen halt dann, dass es funktioniert. Aber im Prinzip sind die Direktgeschäfte da, sonst kriegen die Schiffe gar nicht voll. Ja, wenn sie jetzt aber in die Luftfracht gehen, dann ist die Konsolidierung so kompliziert, dass sie einen richtigen Mix aus Volumen und Gewicht bauen können, eine Palette bauen können. Das können sie mit einem Kunden gar nicht machen. Sie brauchen also einen idealen Kundenmix, um diese
Luftfrachtpaletten zu bauen und optimal abfliegen zu können. Also ein hochkompliziertes, komplexes Thema, und das kann ein Carrier gar nicht. Und dem würde man auch nie die Neutralität zu geben, dass er sagt, hey, ich suche das Beste für dich, Kunde. Nein, da glaubt jeder, er ladet nur seine Schiffe voll. Also da gibt es wirklich auch Zielkonflikte, die so ein Carrier gar nicht darstellen kann. Von dem her, glaube ich, müssen wir gut zusammenarbeiten. Jeder muss irgendwie in dieser Kette leben können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und so werden wir immer wieder für verschiedene Kundenprobleme verschiedene Lösungen haben. Und manche sind auch direkt mit dem Carrier. In den letzten Jahrzehnten haben Carrier, Luft und See das immer wieder versucht, sich immer wieder zurückgezogen. Und ich glaube, abgesehen von den Kundenbeziehungen, von dem Geschäftsmodell, die Neutralität und Flexibilität ist ja der Kernpunkt, der da schlecht abgebildet werden kann. Und davon, das ist unser Brot- und Buttergeschäft, ne? Das können wir sehr gut. Und dafür stehen wir auch. Und das ist, was wir den Kunden anbieten. Flexibilität, maßgeschneidert auf deren eigene Anforderungen und unterstützt von modernster Technologie. So harmonisch, wie das hier vorne abläuft, könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang hier sitzen und uns weiter unterhalten. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Nacken und erlaube mir jetzt keine weiteren Fragen mehr hier aus der Halle zuzulassen, sondern euch allen Vieren eine Abschlussfrage zu stellen. Und zwar haben wir in den letzten Monaten natürlich durch die weltweite Pandemie, aber auch durch die ein oder andere politische Begebung festgestellt, dass so die Globalisierung vielleicht mal einen kleinen Schluck aufbekommen hat, vielleicht an der einen Seite stärker wächst als an der anderen. Was glaubt ihr, Markus, angefangen bei dir, wie wird Welthandel und Logistik in 20 Jahren aussehen? Ja, wenn ich das wirklich wüsste, würde ich wahrscheinlich jetzt was anderes machen in der Zukunft, als für Kühn und Nagel zu arbeiten. Ich weiß es aber nicht. Insofern, ich glaube, wir werden schon wieder zu einem gewissen Normal zurückkehren irgendwann. Es wird anders aussehen. Es wird sehr viel weniger wahrscheinlich gereist werden. Können wir wirklich Globalisierung stoppen oder drehen? Nein. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich denke, es tut uns gut. Und ich glaube auch, dass es Deutschland sehr gut tut, global weiter zu agieren. Was vermutlich sehr anders sein wird, ist das Arbeiten. Ich denke, wir werden sehr viel mehr mobil arbeiten als wirklich bürogebunden, wie es bis Anfang des Jahres wahrscheinlich überall gang und gäbe war. Technologie wird mehr Einzug, weiterhin Einzug halten in unser Leben. Auch da denke ich, ist ein Blick nach Asien mal ganz gut, um zu sehen, wie technologisch unterstützt das Leben da stattfindet. Im Prinzip alles über ein Telefon. Da sind wir in Deutschland und in Europa, glaube ich, weit von entfernt. Das wird sich sicherlich anpassen in den nächsten Jahren. Und ja, Handel, ich kann nur hoffen, dass es weitergeht. Und es wird. Und überall wird sich mal gestritten, in einer guten Ehe, genauso wie in Amerika und China oder anderen großen Ländern. Und irgendwer profitiert davon. Am Ende des Tages, denke ich, wird der Konsum das Leben schon irgendwie wieder in die richtigen Wege leiten. Markus, dem noch was hinzuzufügen? Ja, ich glaube, es ist eine hochkomplexe Frage, weil natürlich die Frage ist, wie der Konsument sich verändert. Ich glaube, dass die Logistik grün sein wird, total grün, anders wird es nicht mehr gehen. Also in 20 Jahren ist das Thema überhaupt keine Frage mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, es wird hochgradig autonom sein. Und autonom heißt autonome Fahrzeuge, autonomer Verteiler. Und wenn Sie das jetzt wollen, dann müssen Sie jetzt anfangen, alle Daten zu sammeln. Sie müssen jetzt anfangen, Ihren Maschinen beizubringen, wann kommt der LKW, wie kommt er, was wollen Sie draufladen. Dann können Sie die Systeme nicht mit den Systemen sprechen. Und wenn der Transport autonom ist, dann muss unser System mit diesem Asset in den direkten maschinellen Dialog gehen. Also Sie müssen... Daten ist absolut wichtig für Ihr Geschäft. Sie müssen Ihr Geschäft in Daten greifbar machen. Sie müssen Ihr Geschäft mit künstlicher Intelligenz optimieren. Und das sind 20 Jahre kurz. Ja. Also von dem her glaube ich, Autonomie wird ein großes Thema sein. Nicht nur in Lägern, auf der Straße, sogar in der Luft vermute ich. Da wird viel passieren und es wird grün werden. Und ich freue mich drauf. Außer dass Flexport und Forto in 20 Jahren umsatzseitig auf dem Level von den beiden mitspielen, was wird es in 20 Jahren neben Autonomien, Grün, Digitalisierung sonst noch so geben? Genau, also ich würde dem absolut zustimmen wollen. Ich glaube, wo wir uns auch einig sein werden, ist, dass es volatiler
bleiben wird, im Zweifel eher volatiler werden wird. Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung, denke ich, die die Kundschaft hat, die aber auch wir als Industrie haben. Wie reagieren wir darauf und wie adaptiv sind wir am Ende, um diesen Herausforderungen anzugehen? Und ich glaube, dass da eben im Wesentlichen jetzt die Weichen für gestellt werden müssen. Und damit meine ich nicht nur auf Kundenseite oder auf Industrieseite, sondern allgemein, wie die Unternehmen sich aufstellen, um genau diese Themen anzugehen. Und ansonsten kann ich nur sagen, Autonomie sehe ich so, es wird auf jeden Fall grün werden oder grüner werden, beziehungsweise die Nachfrage dafür steigen. Und ich glaube, dazu ist es eben notwendig, Systeme und Möglichkeiten zu haben, um da zu steuern, zu kontrollieren und das eben innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, es wird eine Verlagerung geben von Produktionskostenarbitrage hin zu regionalen Transporten und nationalen Transporten und zum zweiten emissionsfreie Transporte in 20 Jahren geben. Vielen Dank euch Vieren. Ich hatte der Halle hier einen Schwergewichtsboxkampf angekündigt. Letzten Endes waren die letzten 45 Minuten fast eher eine Kuschelrunde zwischen den Etablierten und den Herausforderern. So habe ich das zumindest hier empfunden. Vielleicht waren die klamottenseitigen Friedenssignale am Eingang schon ganz gut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier die Zeit zu verbringen. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Herkommen hier nach Hannover. An alle Zuhörer vielen Dank. Noch einen guten Tag hier in Hannover. Wenn ihr den Logistics Summit vermisst und nicht ein Jahr warten wollt, um dann nach Hamburg zu kommen, schaut gerne mal im Digital Hub Logistics in Hamburg vorbei. Da können wir weiter diskutieren. Und in diesem Sinne, vielen Dank, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal.